Das Merseyside Derby zwischen Liverpool und dem FC Everton polarisiert die Leute in England seit Jahrzehnten. Der FC Everton steht in der Tabelle nicht gut da, doch in diesen Duellen sind sie immer voll und ganz dabei auf Augenhöhe. Trotzdem mussten sie hier aufpassen, nicht ganz früh in Rückstand zu gehen. Keine Viertelstunde gespielt, die hundertprozentige Chance für Musiala. Doch der Ägypter kann vor Pickford nicht die Nerven behalten. Auf ihn könnte es heute ankommen in diesem Duell. Für den FC Everton geht es darum, Luft zu schnappen im Abstiegskampf. Da geht es nämlich in diesem Jahr darum, diesen Abstieg eben zu vermeiden. Der FC Liverpool drückte weiter. Die Anfangsphase klar bestimmt von den Reds und die nächste Chance. Knapp 3 Minuten später Alexander Arnold, der Außenverteidiger, das zeigte dann auch, wie offensiv das hier vonstatten ging. Die Gäste versteiften sich hier auf die Defensive und trotzdem konnten sie diese gute Offensive von Liverpool nicht gänzlich verhindern. Der nächste Angriff, Zug rollte, Oxlade-Chamberlain gegen Pickford. Und wie gesagt, natürlich stand er im Fokus, hielt, was er halten konnte. Somit hatten die Toffees das 0:0 lange Zeit halten können. 10 Minuten knapp vor dem Seitenwechsel, eine Phase, wo sich Liverpool vorne weiterhin festsetzte. Wijnaldum, alles wartet auf den Abschluss, dann können sich die Gäste befreien und es geht in die andere Richtung. Sigurdsson, genialer Ball auf Calvert-Lewin und der steht alleine vor Adrian und behält die Nerven. Der erste Torschuss auf das Tor von Ersatzkeeper Adrian, weil Alisson Becker sich die rote Karte zuletzt abholte. Der sitzt. Schon im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, hat Everton Liverpool in die Meisterschaftssuppe gespuckt. Ein 0:0 brachte sie von Tabellenplatz 1 runter. Das kann hier heute nicht passieren. Und so schon gar nicht. Wijnaldum mit dem Ausgleich. Noch in der 45. Minute scheitert erst an Pickford, setzt dann aber nach und sorgt für Erleichterung bei Jürgen Klopp. So ging es dann in die Pause. Absolut schmeichelhaft für die Gäste, die ihre einzige Torchance eiskalt nutzen konnten. Der zweite Durchgang lieferte dann ein absolut identisches Bild. Liverpool drückte auf den Führungstreffer. Flanke von der rechten Seite und Roberto Firmino mit dem vermeintlichen 2:1. Die Fahne ging hoch. Der Videoassistent überprüfte die ganze Geschichte und im Endeffekt wurde der Treffer dann zu Recht zurückgenommen. Ein guter Auftritt insgesamt um das Gespann von Michael Dean. Doch plötzlich erkannte der FC Everton, das Spiel nach vorne ist nicht gerade aussichtslos, weil Liverpool eben vorne früh anging. Hinten ergaben sich dann Räume, auch wenn sie hier sehr gut gestaffelt stehen. Dennoch ist es ein Flankenball, der für Gefahr sorgt. Van Dijk kommt nicht ins Duell. Und Adrian hat Glück, dass der knapp vorbeigeht. Um ein Haar der Führungstreffer für das Team von Marco Silva. Und Everton davon beflügelt. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Richarlison über die linke Seite. Wieder der Flankenball. Wieder der Kopfball. Iwobi an die Latte. Und Robertson klärt's dann. Plötzlich verkehrte Welt im zweiten Durchgang. Der FC Liverpool glücklich über dieses Resultat. Dennoch wollten sie gewinnen, auf den Sieg drücken. Es war jetzt aber offener im zweiten Abschnitt. Wijnaldum nochmal, versucht's wieder, kommt nicht durch. Wieder der zweite Versuch. Diesmal ist Pickford da und pariert den Ball. 83. Minute. Sehr gute Chance. Und Liverpool schlägt spät sehr gerne zu. Nachspielzeit, letzte Minute nochmal. Everton stand jetzt defensiv. Dieses 1:1 wäre natürlich ein Erfolg. Und dabei blieb es auch.
Der FC Liverpool kam nicht mehr durch, muss sich mit diesem 1:1 begnügen, das am Ende des Tages für die Gäste gar nicht mal unverdient mit 1:1 zu Ende geht.